Die ganze Stadt hat sich in ein Katastrophengebiet verwandelt. Behörden und Hilfskräfte von Monarch haben ihre Anstrengungen verdoppelt. Und alle arbeiten an ihrer Belastungsgrenze. Gleichzeitig erreichen uns Meldungen aus der ganzen Welt. Ohne Synchronität. Die Stadt war ein einziges Chaos. Das Ende der Zeit naht. Und sie dachten, sie könnten es aufhalten. Die Lösung war im Monarch-Gebäude. Die Gegenmaßnahme. Der CFR, wie Monarch ihn nannte. Der Schlüssel zum Rettungsbootprotokoll. Monarchs Überlebensplan. Aber der schien sie nicht zu interessieren. Ich hatte den besseren Plan. Na gut. Ich entscheide so, wie ich es für richtig halte. Und ich meine, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das schön. Dann ist das eben so. Jeder spielt das Spiel anders, ne? Also eine Entscheidung und alles. Wo ist der? Sie die Gegenmaßnahme auf. Da machst du wohl nichts, ne? Sollte nicht allzu schwierig sein, sie zu finden. Ist ja nur das größte Gebäude in ganz Riverport. Ja. So. Joyce, können Sie mich hören? Charlie? Du bist doch wegen dem CFR hier, hä? Die Gegenmaßnahme. Du hast sogar Glück, Serene hat das Gebäude verlassen. Es ist zwar alles komplett abgeriegelt, aber ich kenne das System wie meine Westentasche. Ich kann Türen für dich öffnen, sämtliche Türen. Schön. Du musst in Serenes Büro gehen. Er hat von dort aus direkten Zugang zum CFR. Alles klar? Willkommen in der internationalen Zentrale von Monarch Solutions. Dieses hochmoderne Gebäude ist für seine einzigartige Architektur und seinen ikonischen Platz in der Skyline von Riverport weltberühmt.
Das Gebäude vereint einen noch nie dagewesenen Grad an Automatisierung mit einem Design, das sowohl Komfort als auch Sicherheit bietet und verfügt dazu über einen neutralen CO2-Fußabdruck. Das Gebäude bietet tausenden Monarch-Mitarbeitern einen sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatz. Mr. Hedge! Ich dachte, Sie... Wir denken nur an tot. Glauben Sie nicht alles, was... Ein neutraler CO2-Fußabdruck. Schön, dass ihr alle locker drauf seid. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Aber Sie sind... Okay. Ne? Pauls Büro. So. Ich möchte wirklich nicht nach draußen. Die haben kein Kommen, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Das muss angsteinflößend sein. Ich kam der Gegenmaßnahme näher. Paul hatte die ganze Zeit den Schlüssel, um den Riss zu schließen, aber er verstand es nicht. Da gab es nichts zu verstehen. Er war der Ansicht, dass der Riss nicht geschlossen werden konnte. Deshalb hat er die Gegenmaßnahme eingesetzt, den CFR, um das Rettungsboot zu erschaffen. Oh, nö. Serene? Was zur Hölle ist das? Verdammt! Oh ne, das ist der Doc. Oh verdammt. Diese Männer starben im Kampf gegen etwas außerhalb der Zeit. Und das ist der Grund für unser Waffenprogramm. Serene wusste, dass sie kommen würden. Mit Waffen ließ sich nichts ausrichten. Hey, Typ. Bist du da drin? Ich bin ausgesperrt. Ja, ich mach dir die Tür auf. Nur einen Moment. Sei vorsichtig, da sind jede Menge verängstigte und wütende Vollidioten auf der anderen Seite. Bitte schön. Lass dich nicht umbringen. Sorry. Da muss ich einfach mal das einsetzen. Oh nein. Nein! Nein. Ich brauche Munition. Ganz dringend. War das alles? Oh nein. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Oh fuck. Ich bin am Arsch. Definitiv am Arsch. Schon schlimm, ne? Aber zwei. Komm, weg. Uff.
Fork. Schädliche Granaten, das würde die Sache viel einfacher machen. Und weg. Oh Leute, das dauert jetzt ein bisschen. Extrem überlegen. Muni. Wäre schon mal ganz geil, wenn noch einer von den beiden leben würde. Die Sache deutlich vereinfachen. Ist er tot? Dann bitte ja. Ja, der ist tot. Perfekt. Ja, das. Warum ist das so schnell? Das war nicht schlecht. Wow.
muss zur Gegenmaßnahme. Gottes Willen. Sie sagten mir, dass Hatch Pauls volle Unterstützung hatte. Sah mir nicht danach aus. Es gab kurzzeitig Differenzen. Ich muss auf diesen Skywalk kommen. Ach, kein Problem. Eine Sekunde. Halt lieber die Augen offen, Joyce. Das Ding da draußen? Ich glaube nicht, dass es weg ist. Okay, du kannst weiter. Monarch war in Bedrängnis. Pauls Imperium fiel um mich herum zusammen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Paul schon. Das war es, worauf er sich all die Jahre vorbereitet hatte. Sonderlich gewissenhaft war er jedoch nicht. Ach du Scheiße. So, Upgrades. Ja, drei. Ich sag noch mehr. ETF. Fuck. Sie haben hier eine Zeitmaschine? Verdammt. Hierher haben Sie also den Kern aus der Universität gebracht. Das ist Pauls Maschine. Muss wohl im Dachgeschoss sein. Gut. Zum Teufel war das denn? Der Zug. An das gesamte Personal. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Es besteht eine mögliche Bedrohung. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Wie es scheint, ist ein Zug ins Gebäude gerast. Die Situation ist und... Hey, Charlie. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Nicht schlecht, Joyce. Das ist Serenes Büro. Lass mich das Mistding kurz für dich öffnen. Serene hat von seinem Büro Zugang zur CFR-Kammer. Wir sehen uns dort. Aha, da. Ja, komm. Paul war schon verschwunden. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Oh.
Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Gut, Leute, ich würde sagen, machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Haut rein. Ciao.